Herzlich willkommen bei Online Fitness Coaching. In diesem Video möchte ich kurz meine Erfahrungen mit dieser Amazon Basics Kettlebell festhalten, die ich jetzt schon ungefähr 1,5 Jahre verwende. Kurzer Hinweis unter dem Video, in der Videobeschreibung habe ich auch einen Link reingemacht, wo man die kaufen kann. Und zwar habe ich die Variante mit 20 Kilogramm. Die sind alle komplett aus Gusseisen. Es gibt die aber auch noch in anderen Varianten, zum Beispiel 6 Kilogramm, 8, 10, 12, 16 und 20 Kilogramm. Ich habe mir die damals gekauft, weil die relativ günstig war, tatsächlich im Vergleich zu anderen. Und ja, ich jetzt einfach nicht den Vorteil davon gesehen habe, hier nochmal 100 Euro mehr zu zahlen. Was ich am Anfang, wo ich mir nicht sicher war, ob das Training wirklich gut damit funktioniert, ist, weil man sieht es auch, die ist auch so ein bisschen glänzend und sie ist sehr glatt. Da war ich am Anfang skeptisch, es hat sich jetzt aber herausgestellt beim Training, dass man da wirklich einen extrem guten Grip damit hat. Die liegt sehr gut in der Hand und die rutscht auch in keinster Weise irgendwie. Ich zeige hier mal kurz im Vergleich diese Kettlebell, das ist eine vom Decathlon und da sieht man, die ist schon rauer in der Oberfläche. Aber auch hier, es ist wirklich kein Unterschied festzustellen, die liegen beide genau gleich gut in der Hand, obwohl die jetzt hier ein bisschen glänzend aussieht. Und die ist lackiert, um hier einen Korrosionsschutz zu bieten, dass die nicht so schnell anfängt zu rosten. Wir schauen die auch mal von unten an. Wie man sieht, die hat einen glatten Boden, beziehungsweise einen geraden Boden. Die steht auch gut und liegt, wie gesagt, beim Training richtig gut in der Hand. Wer also nach einer relativ günstigen und dennoch qualitativ hochwertigen Kettlebell sucht, ist hier, glaube ich, gut beraten damit. Link ist unten in der Videobeschreibung drin. Abonniert meinen Kanal und bis bald.